Hui, so, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht hier. Blub. Ich habe so lange Pause gemacht, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Also, ja. Ja, Welt da draußen, seid gegrüßt. Ich habe mal wieder Sims 4 gestartet. Ich habe so ein paar Add-ons hinzugetan. Wir haben jetzt die Jahreszeiten. Wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter natürlich. Und wir nehmen, am Anfang darf man wählen. Wir nehmen hier mal den Frühling. Und dann geht los. Also muss ich hier bestätigen. Gucken. Wir spielen natürlich hier wieder die Familie Bozzino. Ja, mit dem mittlerweile groß gewordenen Timo und den neuen Zuwachs, den kleinen Ben. So, probier das schön. Okay, wir starten das Spiel, würde ich sagen. Achso. Und ich kann wohl die Musik ausmachen gleich. Aber dass die Musik noch läuft, das ist gut, um die Ladezeit zu überbrücken. Ich starte ja normalerweise immer direkt ins Spiel, aber ich wollte euch zeigen, dass eben halt bei AdOps, das ist auch Arbeit und Leben, wie heißt das? Aber keine Ahnung, dazugekommen ist und so weiter und so fort. Also gut. Alles klar. Wir stoppen die Musikwiedergabe und steigen in, starten das Spiel auch. So, mal gucken, wo wir hier sind. Ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick mehr. Okay. Es qualmt so merkwürdig. Augenblick, was ist denn da los? Oh. Das ist qualmt, aber ich kann es nicht reparieren. Kann sie reparieren? Ah, reparieren, Reparatur engagieren. Wird dann sie mal reparieren. Hm? Ich spiele hier gerade, um aufzuspielen. Okay, er macht sauber. Die werden sich da eingenässt. Das sieht aber aus hier, du. Haben wir keine Haushälterin, die hier sauber macht? Das soll er doch reparieren, oder? Wo ist sie denn jetzt? Sitter arrangieren. Ja, klar. Haben wir überhaupt Geld dafür? Ja, ja, ja. Okay, das repariert sie nun nicht. Wollt sie nicht reparieren? Alle weg, ne? Okay, können wir was anderes machen? Dann, denkst du, dann streichen wir das. Kann sie das auch aus der Entfernung? Kann sie auch nicht aus der Entfernung. Das ist zum Beispiel, lass uns reparieren. Lalala. Wo ist der Kleine jetzt? So. Oh, da ist er ja. Ach ja, hier unser alter, guter Freund wieder, ja. Gut. Oh, so, können wir hier ein bisschen Scheiß machen? Der kann ja mit nichts anfangen. Was kann man da machen? Wäsche machen. Hä? Der Kleine soll Wäsche machen? Er kann da keine Wäsche machen. Natürlich nicht. Aber klar. So. Okay. Er räumt auf. Er macht wieder Essen. Er macht ziemlich oft Essen, ne? Muss ich mal einfach so sagen. Er ist ziemlich fleißig am Kochen immer. Der kommt wahrscheinlich total verhungert hier an und macht erstmal Essen. Vor allem macht er erstmal Essen für sich, ne? Oh. Augenblick. Können wir mal gucken, ist ja da. Können wir ihn dazu gucken? Hochheben, lustig, gemein, Hilfe, Aktion, freundlich. Spielen, Pflichtkarten, nein, umarmen, zuschauen. Zuschauen, komm, ich schaue ihm mal zu. Was hat er denn da vor im Programm gehabt? Herumlaufen. Achso, er wollte herumlaufen. Okay. Ja. Gut, macht ja auch Spaß. Hä? Die Tür geht auf? Jetzt? Das weiß er nicht. So, jetzt. Okay. Ne? Das sieht ja gut aus. Hast du schon was vorbei? Können wir hier was? Ein Gericht nehmen. Geht das? Kommt an. Oh, Tatsache. Schwupp in die Tasche. Also, hat er, ne? Hey, schnell weg. Haha, gestibitzt und schnell weglaufen. Ja, haha. Oh. Na. Was hat er jetzt? Oh, was hat er für ein Problem? Traurig? Warum ist er traurig? Warum ist er denn traurig? Ist er wieder glücklich? Okay. So. Oh, es gab Geld. Haben wir Ritter Essen? Essen. Ja, ess doch mal was.
Hunger ist ja mäßig, ne? Aber so ein Stück Essen kann ich schon. Du tust in die Tasche. Und dann läuft er. Interessant. Dann läuft er dahin. Okay, wollte ich, dass das kein Kinderstuhl ist? Ist das daran? So. So, ja gut, Hunger hat er ja nicht großartig. Kann man erst ein bisschen spielen? Das haben wir ja auch machen können. So, okay. Gestern hat er genug. Was können wir noch machen? Ah, hier. Nee, kann er nichts machen. Darf er nichts? Darf er nicht? Wo ist denn der jetzt hin? Ist er weg? Ach, da ist er. Da erzählt er ihm was. Okay. Michi Ober. Hochheben, Steve, das ist so, Hilfe, freundlich. Oh, hab ich ihm einfach mal, so. So, Essen brauchst du nicht mehr, das hast du genug gegessen. Feuer. Oh, ein Feuer. Unpraktisch. Ja, das ist aber doof. Aha. Oh, doof. Interaktion ist wegen Brandes auf Grundstück nicht verfügbar. Okay. Oh. Mal gucken, wann die kommen, die Feuerwehr. Dauert aber lange, bis die Feuerwehr kommt. Warum brennt das dort? Was war dort? Die Waschmaschine, ne? Eine Waschmaschine oder Trockner? Es kommt keine Feuerwehr. Wieso habe ich denn einen Feuermelder angebaut, wenn nichts kommt? Und der guckt auch nur zu. Der guckt nur zu, wie es brennt. Alles klar. Kann man da irgendwie... Nee. Dann halten sich. Okay. Da steht er nur und guckt nur dem Feuer zu. So. Was hat der denn vor? Da kann ich nichts machen. Ist er tot? Feuer, kann er nichts machen. Okay. Der Tod wartet schon da. Ich kann nicht ansprechen? Nö, kann nicht ansprechen. Wegen Brandes am Grundstück. Das heißt, der gute Mann ist tot. Oh nein! Unser großer, toller Babysitter ist tot. Kann er nichts machen. Wo bleibt die Feuerwehr? Wieso kommt da keine Feuerwehr? Wieso kommt keine Feuerwehr? Was ist denn da los? Hm? Oh. Ja, lass mal. Wie eine Tüte denn da gerade? Feuer getötet? Hä? Steht er da beim Feuer? Will er den Feuer denn töten? Am Feuer ist er. Alle arbeiten? Was macht er da? Was macht er denn? Ich will mal reingucken. So. Wer ist denn da tot? Avi Anan. Wer ist dieser Avi Anan? Wo kommt der denn her? Avi. Wer ist das? Ist er das? Oh, der steht auch hier noch. Ah, war das schon vorhin sein Geist, der bei uns da saß und vorgelesen hat? So, da lasse ich erstmal ein Buch oder was? Die ganze Bude brennt ab.
Ich muss gleich neu laden, ne? Weil ich, das Gewehr können wir uns ja gar nicht leisten. Ich weiß nicht, wie weit ihr im Spiel die Versicherung. Die ganze Hütte brennt ab. Jetzt geht er raus. Aber er ist doch schon tot. Hä? Hm. Wer ist denn da gestorben? Wenn er es nicht war. Oh ja. Hä? Weinen. Feuer, ich kann mit denen nichts machen. Wo bleiben wir? Bleiben die Feuerwehr? Wieso kommt keine Feuerwehr? Ist ja ätzend. Warum keine Feuerwehr? Unsere Bude brennt ab. Ja, kann ja nichts machen. Mhm. Hallo, habt ihr mal eine helfen hier? Okay. Wenn du nicht verfügbar hast. Geh mal hier hin. Weiter weg vom Haus. Ich kann nur hier hingehen. Ich kann sonst nichts weiter machen. Mehr Aktion gibt es hier nicht. Ich kann hier nicht hier Personen ansprechen. Wegen Brandwurzeln ist ja nicht verfügbar. Ich kann auch mit ihm nicht sprechen. Hm. Wollte sich jetzt noch ein Buch oder was? So, jetzt lass ich Buch lesen. Aha. Der ist ein Handy, ne? Das geht nicht. Kann er löschen? Löschen. Wie kommt denn keine Feuerwehr? Oh, wie steppt er dabei nicht? Alles gelöscht auf einmal? Ich kann mir nicht vorstellen. Löschen. Löschen. Toll, wozu habe ich einen Feuermelder, wenn keine Feuerwehr kommt? Löschen. Hat noch mehr? Oh mein Gott. Sie geht einfach ins Bett. Ersetzen. 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 Das ist pleite. Auch ersetzen. Die können wir nicht mehr ersetzen. Die können wir doch wegschmeißen. Achso. So einfach weiter nicht. Ich möchte das unbedingt mit einem bestimmten Kind abfreuen, aber... scheint länger Freund zu sein, wollen, was tun und haben davon zu werden. Einfach, sei einfach weiter nett. Überlege dir einen besonderen Freund, Schatzkiste.
Freundschaft kann man nicht erzwingen. Was war das? So. Jetzt brauchen wir irgendwie Geld jetzt. Das haben wir ein echtes Problem hier, dass jetzt so viel kaputt ist. Guck mal, das hier können wir nur noch wegschmeißen. Wir kriegen anscheinend nichts von der Versicherung hier. Na super. Wir brauchen Geld. Also, ne, wir werden hier mal so ein einzelnes Ding wegschmeißen und dann werden wir leider auf das tolle Radio verzichten müssen. Wir irgendwie ein bisschen Geld haben. So. Alles klar, so, mal sehen. Was ist das hier? Von wem ist das hier, das Ding? Ich kenne den nicht, der da gestorben ist. War es ein Brandstifter, der dabei umgekommen ist? Das ist merkwürdig. Und warum haben wir kein Feuer? Wir haben keine Feuerwehr. Wir haben alle Feuer. Wir haben auch kein Telefon, ne? Wir haben hier kein Wandtelefon oder sowas. Das fehlt. Ach, guck mal hier, das Ding, der Tisch ist auch hin hier. So, gehen wir wieder ins Spiel zurück. So. Oh, das kostet auch 300, das zu ersetzen. Oh, teuer. Oh, zu teuer. Zu teuer. Warte mal, ich muss noch mehr verkaufen. Vielleicht kaufen wir die Küchenzeile hier. Weg. Irgendwie ein bisschen Geld haben. Und hier, diese. Kann man das hier auch verkaufen? Was sind das eigentlich? Ich weiß nicht, wer das ist hier. Weiß ja nicht mehr, wer das ist. Wer da gestorben ist. Nee. Kann nicht verkauft werden. Gleich dahin. So. Können wir das verkaufen? Jo. Wir haben 15 ein. Ansonsten verkaufen wir natürlich hier die Tischzeile noch. So. Ja, schade, aber wir brauchen Geld. Wir müssen noch ein Bett kaufen und ich muss hier irgendwie den Fußboden wieder hübsch machen. So. Okay, was auch machen wir mal eben. Das auf einmal. Boop, den Fußboden wieder hübsch. Pipette, ne? Waren die Pipette noch. So, mal gucken, wie das war. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich denke, wir machen mal an dieser Stelle eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao, euer Jockel.